Tachchen, Hallöchen, ihr lieben Liebenden. Willkommen zurück, 18 Uhr Tibia-Time. Und wir sind hier immer noch in der Tom, weil wir wollen ja unser Level 50 endlich mal erreichen, weil Level 50, da gibt es so viele schöne Quests. Also auf jeden Fall mehr aufregende Quests und wir kommen so in andere Bereiche mal hier in Tibia voran. Und deswegen ist Level 50 erstmal unser großer, großer Ansporn hier für die Nummer. Und jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir von hier oben schnell mal luren, damit wir das alles so ein bisschen clear haben. Skorpion, hallo. Eis für dich? Ja, du willst Eis. Du willst es kalt haben, Baby. Ne? Du willst es kalt. Oh, der läuft auch über Feuer. Das ist gut zu wissen. Wie viel kriege ich eigentlich von denen? Ich krieg 1020. What the fuck? Oh, 1020 ist sehr gut. Wir müssen mehr Skorpione hunten. Wir müssen definitiv mehr Skorpione hunten. Ich glaube, eine Nummer tiefer, also eine Etage tiefer, das ist, glaube ich, noch zu fett, weil an der Treppe gleich fünf so eine fetten Spawns sind. Nicht so wie hier, dass hier bloß ein Clay Guardian spawnt. Nee. Und an der Treppe sind richtig viele dann. Richtig, richtig viele. Und wie sieht... Oh, da ist noch ein Skorpion. 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 Ach, Mensch, Eis. Hast du gerade selber gesagt. Tschüss, Skorpion. Ui, Kitty, Kitty. Ui, uncool. Uncool. So, jetzt du hier. Pum pum. Läuft eigentlich ganz wunderbar, wa? So schön formidabel, wie man es braucht. So, hat der Skorpion was gedroppt? Nö. Hat er nicht. Was mich richtig anbricht, und das ist auch noch ein Grund für Level 50, hey, dass die Manas hier so dermaßen schnell down gehen und dass wir hier bloß so eine Popel-Manas mitnehmen können, wird echt Zeit für Strong-Mana-Potions. Strong-Mana-Pots, please. Ich brauche Strong-Mana-Pots. Hallo? Ah, da kommt ein Klingerchen. Sehr schön. Komm zu Papi, lass dich umknallen. Naja. Bin hier auch aktuell... Ups. Kommst du her? Bin auch aktuell dabei, so ein bisschen diese Vertonung von Tibia, also die Songs, die ich da mal einspiele im Hintergrund, die sind ja dann von mir im Nachgang eingefügt. Und ich versuche gerade jetzt so ein bisschen zu vereinfachen für mich, weil es dann doch schon ein bisschen aufregend ist von der Bearbeitung her. Und, komm zu Papi. Und da muss ich mal gucken, also ich habe mir da so überlegt, dass man vielleicht hier unten möglicherweise irgendwie noch was einblenden kann, welcher Song gerade läuft. Weil da muss man ja mal ein bisschen aufpassen bezüglich der bezüglich der Creative Commons etc. pp. Der Rechte, der Inhaberrechte und so weiter und Gedöns. Alles gar nicht so easy peasy und das muss ich mir irgendwie ein bisschen, will ich mir das einfacher machen. Oh Gott, scheiße. Klappt das so, wie ich mir das denke, oder ist das hier alles bullshittig? Nö, das sieht gut aus. Aber der Clay Guardian ist gefährlich. Und der ist Elder Sandstone. Ich finde dieses Teil als Mount, wenn ich jetzt darauf reiten könnte, finde ich auch ziemlich nice, muss ich ehrlich sagen. Kann man sich ja schon nicht beschweren über das Teil. So, wir nutzen ja mal diese Folge. Nutzen wir mal als Vergleichspunkt und Vergleichswert für andere Hunts, die wir jetzt in anderen Toms machen können. Ich glaube, letztens waren wir in dieser Peninsula-Tom und links da von Ankramun. Da hatten wir, glaube ich, so um die 130 Erfahrungspoints die Stunde oder so. Das mit einem relativ spannenden eigentlich Aufwand, muss ich sagen. Ich muss mir mal kurz hier so hübsch hinsetzen. Mit einem relativ spannenden Aufwand und das würde ich jetzt gerne vergleichen, weil der Aufwand, den wir hier betreiben, der ist ja dann doch schon relativ high. Beziehungsweise riskant. Ich setze immer gerne das Risiko im Vergleich. Ach guck, Alter, die ist ja auch schon wieder kaputt hier. Hier muss einer 5 Milliarden Noob-Charaktere haben und immer die Vasen kaputt machen. Warum ist denn jetzt hier kein Respawn? Das ist uncool.
Bitte gib mir Respawn. Respawn. So, hier geht's. Ah, da ist noch ein Skorpion. Sehr schön. Komm zu mir. Bup, bup. Jetzt kommt bestimmt wieder von unten Respawn. Jetzt, wo ich nicht haben und gebrauchen kann. 1020 ist nice. Freut mich immer wieder. So, wie es zu sehen ist, hat sich ja die Ping jetzt ein bisschen gefangen. Das ist super. Nach 3 Folgen Katastrophenaufnahme. Endlich mal wieder. Wie sieht's aus hier? Oh Gott, da ist so ein Priestding. Nee, das ist uncool. Nee, das ist mir nichts. Da geht nicht runter. Zumindest noch nicht. Zumindest nicht so lange, bis wir. Ach so, sind hier. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Gut, da kann man also rumlaufen. Oh, da ist der Graveguard. Hallo, junger Mann. Wie geht's, wie steht's? Der Grabeshüter. Sieht aus wie ein Dark Torturer. Haben wir auch noch nicht gehandelt. Geht auch gar nicht. Dark Torturer sind Viecher, die sind böse. Böse Viecher. Die hauen richtig rein. Können sogar noch meinen großen... Ne, den großen Stinker nicht mehr. Ich habe gerade überlegt, können sie oder können sie nicht? Ich glaube, die machen auf Diagonal machen die bis zu 1000er Damage. Ne, Quatsch, stimmt. Ne, die können einen One-Hit nehmen. Das heißt, wenn sie nah dran sind, haben die, glaube ich, bis 800 Melee-Attack. Können aber noch so ein dickes, fettes Knife hinterher, also hier so ein Messer hinterher werfen. Und da nochmal 600 mit verpassen. Weshalb wir dann also auch schon bei 1400 wären. Und 1400, ne, so viel habe ich noch nicht. Das heißt... Diese Dinger können mich auch noch One-Hit nehmen mit dem großen Stinker. Naja. Wieder mal so ein kleiner Exkurs. Pum pum. Pum pum. Sehr schön. Zwei Scarab-Coins. Nehme ich mit. Bin ich dafür. Immer schön essen, nicht vergessen. Ja, schon wieder vergessen. Was sagt hier so die Experienz? 81. Na, das ist jetzt nicht überzeugend. Da muss noch ein bisschen was kommen. Doof ist natürlich. Ups. Hier ist gerade so ein bisschen Respawn-Flaute, glaube ich. Und das ist ein bisschen nervig. Ach Quatsch, mal ein Eis. Oh. Finde ich auch komisch, dass hier wirklich sämtliche Viecher irgendwie ein bisschen unterschiedlich Damage abkönnen. Naja. Ach du Gott. So. Sehr gut. Uppa. Uppa. Ups. Eieiei. Oh fuck. Nichts passiert, alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Aber wir haben schon wieder nur noch 100 Manas, ey. Das ist wieder mal nicht grüner Bereich hier, das ist eher so Kotzbereich. Ach, immer diese Mana-Probleme hier. Wo sind jetzt denn links hin? Hey, wo hat sich der Kleggarnien verpisst? Da hinten. Die heilen sich auch so übelst, wa? Meine Fresse. So, den müssen wir erstmal ein bisschen gar bräunen, den Guardian. So, fantastisch. Noch irgendeiner ohne Fahrschein hier? Bitte melden Sie sich jetzt. Ja. Ups. Super. Gehen wir hier unten nochmal rein und dann müssen wir auch mal schon wieder gucken, dass wir langsam mal den Rücktritt antreten. Schlürf, schlürf, schlürf. Wir saufen auch schon wieder so viele Manas, um voll zu werden mit unserem Mana, ey. Das ist wirklich Zeit für einen größeren Mana-Pot. So, zeig's nochmal, gesagt.
Aber wir befinden uns auf der Zielgeraden zu Level 50. Ich freue mich schon auf die Quests, die da kommen werden. Habe ich auch richtig Bock. Habe vorhin mal ein bisschen reingeguckt. Werde aber noch nicht verraten, welche Quests da kommen werden. Weil ich A, eine fiese Ratte bin und B, auch die Spannung ein bisschen aufrechterhalten möchte. So der Plan. So, kommt hier irgendwas? Hallo? Irgendwas to kill? Ja, Skorpion, komm her. Stell dich deinem Tode. Zwei Platins. What the fuck? Hat diesmal eine Truppen? Ist ja ein Ding. So. Hier irgendwer ohne Fahrschein? Jawohl. Auf den Kleegardien ist Verlass. So. Eieieiei. Hier ist wieder nichts. Entschuldigung. Respawn nervt mich gerade. Ich bin hier auf einer Non-PvP-Welt und geier nach Respawn. Ich glaub's ja fast gar nicht. Was ist das denn, ey? Mana schlürfen, Mana schlürfen. Und zwischendurch mal Xanapox sagen. Ja, so. Was könnten wir eigentlich machen? Also, ich habe ja letztens schon mal angesagt, wenn ihr Ideen und Anregungen habt, und das kam ja, glaube ich, auch ganz gut an, so ein paar Ideen kamen ja schon durch und rum, was wir machen können hier in Tibia. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Wünsche habt, was ich auch mal angucke, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Wie gesagt, das erste Jalahari-Quest war, glaube ich, heute angefragt. Das werde ich ja dann, glaube ich, auch noch nachvertonen und hochladen. Ich weiß nicht, wann ich das nachvertone. Das könnte ich, glaube ich, direkt in dieser Anschluss, in dieser Anschluss. Könnte ich direkt in dieser Anschluss machen. Um da mal einen Abschluss zu finden. Weil, wie gesagt, wir hatten ja damals die Quest gemacht hier mit dem Stinky Rebel so ein bisschen. Aber wir sind ja nie irgendwie bis zum Schluss gekommen, weil wir auch noch keine Level 80 etc. sind. Und bis Level 80, ich glaube, da dauert es wirklich noch ein bisschen. Da wären noch so einige andere Stunden, einige, also die ein oder andere Stunde. Mein Gott, Alter, ich hab hier... Eieiei. Manu, komm schon hier. Zack. So, der Tod. Clay Guardian. Tod. Nee, jetzt nicht. Also die ein oder andere Stunde wird definitiv noch ins Land ziehen, bis wir hier ein dezentes Level an, vielleicht auch ein dreistelliges Level an den Tag gelegt haben. Wenn wir weiter so, bescheiden und überschaubar. Huch, jetzt muss ich Mana süppeln. Moment, Moment, Moment. Ja, geht gleich los hier. Ihr könnt ja alle sterben. Immer eins nach dem anderen. So, zack. Na komm, zack. Und zack. Oh Gott. So, hier, zack. Rinn und tschüss. Da bin ich echt, ich bin auch wirklich gespannt, wann, in welcher Folge die Level 100 machen. Da könnte man ja mal so einen kleinen, kleine Wette draus machen. Schätzt die Folge, in der wir Level 100 machen. Tja, also wenn ich jetzt mal so unser aktuellen Stand so berücksichtige und wenn ich überlege, ob dass wir mit der gleichen Intensität weitermachen, dann sind wir bei Folge 300, glaube ich, auch Level 100 oder so. Weil man muss ja überlegen, jetzt haben wir Folge 84 müsste das hier sein. 83 oder 84 und wir haben ja gerade mal Level 50. Level 50, Ladies and Gentlemen, Level 50, das ist ja fast ein... Ach du Scheiße, das ist nix. Ja. Ich muss mal gucken, also ist ja auch noch die Tatsache, dass wir dann mit höherem Level auch geilere Viecher hunten können, sodass sich das Leveln ja eigentlich nicht verlangsamt, sondern eigentlich nur verlagert, also die Experience-Gain-Anzahl. Das heißt, wir krebsen jetzt hier aktuell, mit wie viel krebsen wir rum?
mit 78. Mit anderen Worten, in diese Tombe werden wir nie wieder gehen. Es sei denn später, wenn wir ein bisschen mehr handeln können und ein bisschen mehr luren können und ein bisschen tiefer gehen können. Dann wird es vielleicht interessant. Aber aktuell ist die andere Tombe mit 130k die Stunde wesentlich interessanter und wesentlich geiler. Und da werden wir uns auch demnächst nochmal hinbegeben, bis wir hier endlich final die das Level 50 denn erreicht haben. Also das mache ich gerne noch fertig. Gut, ich glaube, in der heutigen Aufnahme wird da nichts mehr. Aber das soll ja nicht heißen, dass wir hier stagnieren. Ich werde wahrscheinlich dann die Tage definitiv nochmal die 50 machen. Weil ich habe richtig Bock auf die Quests aktuell. Die sind mit Scheiß drauf. Quests will ich machen. Weil es auch für Level 50, ab Level 50 viele interessante gibt. Nicht mal diese schnöden Quests. Man kann, glaube ich, dann die Black Knight Quest machen, da kann man eine kleine Story zu erzählen. Oder die nach Fibula Quest, vor allem gibt es auch Quests langsam, wo man ein bisschen was lootet, ja? Wo man nicht immer so einen schnöden Kikifax bekommt, sondern wo man wirklich ein bisschen was bei rumkommt. So, ihr Viecher, ihr könnt mal dezent das Weite suchen, die zeitliche segnen und das Weite suchen. Beide Spider-Fangs. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Spider-Fangs sind einfach bloß hier 50 Mana, 50 Mana, 50 GP wert oder so. Ach, seufz. Na, ich versuche noch schnell hier aus der Tombe rauszukommen. Und Surprise etc. Gedöns. Ich glaube, das schnipple ich dann wieder raus. Ich denke mal, ihr seid mir nicht sauer, wenn ich solche Geschichten dann wirklich schneide. Und Alter, Alter. Die können mich umbatzen. Die können mich richtig gehend umbatzen. So, haben wir da gut gemanagt. Wie gesagt, auch immer eine gute Idee. Ich glaube, ich hatte es letztens schon mal gesagt. Wenn hier so viele wirklich wie eben ankommen, stellt euch am besten in irgendeinen Gang wie hier, sodass, oder anders gesagt, stellt euch nicht in einen Gang. Versucht auf irgendeine Art und Weise, die Felder, die um euch herum sind, auf bestimmte Art zu dezimieren. Das heißt, zwei hier und eins da. Das heißt, die hätten mich quasi von der Seite und von der Seite mit drei Personen angreifen können. Geht, ist besser als hier, wo quasi acht um mich herum sind. Versteht er? Also wenn ihr in einer bedrängniserregenden Situation seid, in einer gefährlichen Situation, seht zu, dass ihr die Kästchen um euch herum minimiert. Was auch gut ist, später, wenn man denn so eine Wards noch mit hat, Magic Wall oder so, ab in die Ecke, hier eine Magic Wall hingeschossen, da so. Und dann habt ihr hier bloß noch ein Kästchen. Wenn ihr gut seid, schafft ihr sogar zwei Sachen zu schießen. Und dann habt ihr bloß noch ein Kästchen, das euch erreicht. Und dementsprechend respektive auch ein Viech, was euch das Leben schwer macht. So, jetzt mal hier den Turbo rein. Weil wir sind eben schon wieder über der Zeit, über dem Limit. Was die Folge wieder unnötig aufbläht. So, hoch hier. Zack, zack. Ja, normalen. Interessiert mich gar nicht. Also, halten wir fest. Aktuell die Tom für uns schön spannend, gibt ordentlich Experience-Zahlen. Man sieht mal mehr als nur immer 100 oder 200 hochpoppen. Aber unterm Strich machen wir in der anderen Tom wesentlich mehr Experience-Points. Und da wir schnell ans Ziel kommen wollen, beziehungsweise das mein Ziel ist, schnell die 50 zu erreichen, werden wir uns nochmal beim nächsten Mal in diese Tom begeben. Hatten wir, oder wartet, jetzt überlege ich gerade, hatten wir bei den Crystal Spiders vielleicht ein bisschen mehr Nehmer? Da waren wir aber auch schon lange nicht mehr. Da muss ich mal gucken. Lass ich mir einfallen, was einfallen. Überlege ich mir, was wir da handeln können. Am einfachsten wäre natürlich die Tomp. Tomp rein, aus dem Aus. So. So habe ich mir das vorgestellt. Schön heilen. Ruhe. Schön heilen. Schön heilen. Nochmal heilen. Das haben wir gekriegt. Dragonham. Na, ist ja super. Dragonham und 14 Goldcoins. Das hat sich gelohnt. So, Ladies and Gentlemen, das heißt, ich werde, wie gesagt, zu klein, werde ich schnippeln und wiege mich da an diesen Dings, stelle an den Offline-Trainer. Das ist ja alles nicht so super interessant. Interessant ist dann immer die Tatsache, wenn wir einloggen, was wir gemacht haben. Das ist spannend. Aber ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, macht den Däumeling nach oben. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.